Ja, hallo Leute, erstmal eine ganz, ganz große Entschuldigung, weil gestern am Dienstag, den 12. März, glaube ich, war das, habe ich gar nichts hochgeladen, gar keine Videos, habe auch überhaupt gar keine Livestreams gestern am Dienstag gemacht. Das hatte folgenden Grund. Also ich bin ja Montag, hatte ich ja gestreamt gehabt, bin dann Montagabend zwischen 8 und 9 pennen gegangen, weil ich müde war, aber ich habe mich sonst eigentlich ganz gut gefühlt. Und gestern Morgen am Dienstag bin ich dann irgendwann morgens, früh morgens wach geworden. Weiß gar nicht, wie spät das da war. Auf jeden Fall habe ich mich total schlecht gefühlt, kodderig, und mir taten also die Arme weh, die Hände, Kopfschmerzen hatte ich, meine Augen, als würden die rausfallen, und Rückenschmerzen, und meine Füße taten weh, meine Beine. Ja, also deshalb, ich hätte gar nicht sitzen können und streamen können, überhaupt nicht, habe mich gar nicht gut gefühlt. Und da habe ich mir gesagt, dann lass es. Habe eigentlich so, ja, den ganzen Tag eher verpennt, hatte deshalb auch nicht gesehen, dass Anfragen kamen über meine PS4. Übrigens, die lief den ganzen Tag. Also nicht wundern, das hatte damit zu tun, dass ich 24 Stunden durchgehend Dutzende von Spiele und Spiele-Demos runtergeladen hatte. Und das habe ich also den ganzen Tag laufen lassen, also die PS4, und habe nebenher gepennt den ganzen Tag. Wie gesagt, deshalb hatte ich auch WhatsApp-Nachrichten nicht gelesen gehabt und nicht bemerkt und auch keine Anfragen über meine PS4. Ich habe gerade jetzt heute am Mittwoch eben gerade ein bisschen Hausarbeit gemacht, koche mir gerade Suppe, Leute, und ja, habe ein bisschen aufgeräumt noch und ein bisschen Hausarbeit, wie gesagt, gemacht. Ich kriege heute noch ein Paket wahrscheinlich von DHL. Mal sehen, wenn das dann da ist. Ich rechne damit, dass das bald kommt. Hoffe ich doch mal. Da warte ich jetzt schon den vierten Tag drauf. Wenn das dann da ist, endlich, werde ich Livestreams machen. Mal schauen, was ich mache. Lasst euch überraschen. Ich habe keinen Bock zu streamen und dass das dann an der Tür klingelt. Also wie gesagt, Leute, wisst ihr Bescheid. Heute läuft das wieder ganz normal mit Videos und Streams. Ich habe eben gerade auch, ja, Game News Folge Nummer 2 hochgeladen, Leute. Ciao, wir sehen uns nachher.